Hallo Kinder, da sind wir wieder und ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier nicht alleine sitze. Ich habe nämlich heute meine Tochter Melina mitgebracht zur Unterstützung. Die möchte nämlich gerne mit mir heute zusammen turnen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eure Mama oder euren Papa dazu holen, weil wir machen heute auch ein paar Übungen, die wir zu zweit machen, ein paar Partnerübungen. Deswegen habe ich meine Tochter heute auch mal mitgebracht, damit ihr das seht, wie wir das machen wollen. Aber als allererstes wollen wir uns erstmal aufwärmen. Ich habe jetzt hier so ein paar Hütchen hingestellt und da könnt ihr mal überlegen, vielleicht habt ihr ein paar Sofakissen oder ihr nehmt wieder eure Kuscheltiere oder irgendwas. Ihr braucht vier Gegenstände, die ihr euch einfach mal, so wie ich meine Hütchen hier hingestellt habe, auch zu Hause hinstellt. Ja? So, dann macht das mal. Wir beide stellen uns schon mal hin. Okay, Melina? Gut. Möchtest du mit der Eule laufen? Ja. Ja? Okay. Dann stellen wir uns schon mal zu dem ersten Gegenstand. Läufst du mir hinterher? Okay. Und wir laufen erstmal im Slalom um unsere Gegenstände. Und wieder zurück. Und noch einmal. Und wieder zurück. Und jetzt hüpfen wir mal auf einem Bein. Darum, wer da nicht auf einem Bein hüpfen kann, der kann auch auf beiden Beinen rumhüpfen. Weiter hüpfen. So, wer hier angekommen ist, der nimmt mal das andere Bein und hüpft damit. Und auch wieder zurück. Sehr gut. Und jetzt machen wir einen ganz großen Schritt über unsere Gegenstände, die wir uns hingelegt haben. Ganz groß. Und auch wieder zurück. Super. Und jetzt laufen wir daran vorbei, gehen in die Hocke, tippen es einmal an und stellen uns wieder hin. Und auch zurück. Sehr gut, ich glaube, jetzt haben wir uns warm gemacht. Dann setzen wir uns jetzt mal gegenüber. So, Melina, jetzt müssen wir mal die Füße aneinander machen und die Beine auf. Genau, prima. Jetzt gibst du mir mal deine Hände und jetzt ziehst du mich mal nach ganz vorne und zieh. Und jetzt zieh ich dich und jetzt ziehst du mich wieder und wieder und zieh. Oh. Und jetzt muss ich dich ziehen. Komm her, leg dich hin und zieh, 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 zieh. Oh. Super. Beine ausschütteln. Ausschütteln, ausschütteln. Okay, dann legen wir uns jetzt auf den Rücken. Du musst näher zu mir. So, Beine aufstellen. So, und hinlegen. Schau mal, dass dein Kopf auf der Matte ist. So, jetzt brauchen wir nur ein Kuscheltier. Und zwar nehmen wir jetzt hier den Igel. Und jetzt kommen wir beide hoch. Und du nimmst jetzt den Igel. Komm hoch. Zieh dich hoch, zieh dich hoch. Und jetzt nimmst du den Igel und legst dich wieder hin. Wieder erstmal hinlegen mit dem Igel. Und jetzt kommen wir beide wieder hoch. Und du gibst mir den Igel. Hallo. Und wieder hoch. Und wieder zurück. Und wieder hoch. Oh, da ist der Igel schon. Die Melina ist ganz schnell. Und wieder zurücklegen. Und wieder hochkommen. Und wieder hinlegen. Oh, du bist ja viel zu schnell für mich. Super. Und wieder hoch. Letzte Mal. Oh. Kommt der Igel schon. Super. So, jetzt nehmt ihr mal entweder auch ein Kissen oder euer Kuscheltier, was ihr habt. Und dann legt ihr euch mal auf den Rücken und versucht mal das Kuscheltier auf die Füße euch zu legen und das in der Luft zu halten, ohne dass es runterfällt. Füße hoch und da das Kuscheltier drauflegen. Probiert mal. Und wieder runter. Soll ich dir das Kuscheltier mal auf die Füße legen? Mach mal Füße hoch. Und schön halten.
schön gerade die Beine. Die Eule. Komm, wir probieren es mal im Igel. Vielleicht geht das besser. Ja, schau mal. Nicht wackeln, nicht wackeln. Klasse. Schön halten. Super. Sehr gut. So, pass auf. Jetzt brauchen wir kein Kuscheltier mehr. Die legen wir jetzt an die Seite. Jetzt machen wir unsere Brücke. Pass auf. Ich mache jetzt eine Brücke und Melina krabbelt drunter durch. Krabbelt drunter durch. So, und jetzt macht die Melina die Brücke. Und da die Brücke jetzt, da ich da glaube ich nicht durchkomme, gehe ich drüber. Und jetzt mache ich wieder die Brücke. Und Melina krabbelt wieder durch. Super. Und jetzt macht Melina wieder eine Brücke. Und ich gehe wieder durch, drüber. Ihr könnt gucken, wenn eure Eltern das schaffen, können die natürlich auch unter euch durchkrabbeln. So, Melina krabbelt wieder durch. Und ich noch einmal bei dir. Sehr gut. Haben wir gut gemacht, oder? Ja. Zack. Sehr gut. Was wollen wir jetzt mit den Kindern noch machen? Hast du noch eine Idee? Nein. Hast du keine Idee mehr? Wollen wir noch mal den Hampelmann machen? Ja. Ja? Okay. Stellen wir uns noch mal hin. Und dann machen wir erstmal durch den Hampelmann die Beine erstmal nur auf und zu. Und auf und zu. Auf und zu. Und zu. Und auf und zu. Und auf und zu. Und jetzt nehmen wir die Hände mit dazu, okay? Oh. Klappt das? Und wer möchte, kann das natürlich auch gerne ein bisschen schneller machen. Sehr gut. Das üben wir noch, oder? So, dann machen wir jetzt mit den Kindern noch die Abschlussrakete. Hilfst du mir? Was machen wir bei 1? Genau, bei 2? Und bei 3? Und was sagen wir bei 4? Und tschüss. Okay, dann starten wir mal. 1, 2, 3, 4 und tschüss. Macht's gut, Kinder.